Frohes neues Jahr für alle, die wir erst heute gesehen haben. Es geht noch besser. Frohes neues Jahr. So schütteln wir ein bisschen die Müdigkeit aus. Ich weiß, es war nicht einfach. Wir haben viel Zeit bis 3, 4 Uhr morgens hier verbracht. Aber ihr seid hierhin wieder gekommen. Und das zeigt einfach, ja, wie schön es ist, zusammen auch manchmal weniger zu schlafen. Okay. So. Schön, dass wir genau in dem ersten Gottesdienst zusammenkommen. Und wisst ihr, wir hatten gestern wirklich eine sehr schöne Zeit und gesegnete Zeit. Und ja, so, ne, der Geist Gottes hat gewirkt. Und eines der Dinge, die ein bisschen zu kurz gekommen sind, sind die Zeugnisse, ne, von dem, was Gott schon gestern gemacht hat, aber auch von dem, was Gott in dem Jahr so getan hat. Und wir wollen auch so ein bisschen so diesen ersten Gottesdienst auch wirklich als Danksagung vor dem Herrn weihen, mit Danksagung in das neue Jahr hineingehen. Deswegen werde ich mich versuchen, kurz zu halten, sodass wir noch Raum haben, auf das einzugehen, was gestern nicht stattgefunden hat. So, ich habe auch gestern in dem Sinn heute wiederholend zu sagen, dass ich mir natürlich Gedanken gemacht habe, Herr, was ist das Wort, was du uns für dieses Jahr 2023 gibst? Und dieses Wort war ganz stark, Gnade, Gnade und nochmals Gnade. Und deswegen liegt die Betonung ganz stark auf Gnade. Und das Wort Gnade kann auch als Gunst verstanden werden oder auch als ein Geschenk. Das bedeutet, der Herr schenkt uns Dinge, die wir nicht aus unserer Kraft machen. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir viel aus unserer Kraft machen, aber am Ende ist es der Herr, der sagt, es ist meine Gnade, die dich getragen hat. Es ist die Gnade, die dir die Kraft gegeben hat. Es ist die Gnade, die dir auch die Kraft gegeben hat, durch das Leid zu gehen. Jesaja sagt in dem Sinn, wenn ihr durch das Feuer geht, werdet ihr nicht verbrennen. Wie kannst du durch Feuer gehen und nicht verbrennen? Wenn ihr durch das Wasser läuft, werdet ihr nicht versenken. Wieso? Letztlich ist es, weil die Gnade dich durch die Feuerprobe durchführt. Halleluja. Alles, was du bis hierhin, bis zum 31. Dezember geschafft hast, ist nichts, ist nie deine Kraft gewesen, sondern die Gnade Gottes. Amen. Und diese Gnade arbeitet auch in diesem Jahr weiter. Wenn wir müde werden, aber die Gnade wird nicht müde. Wir können uns aufgeben, aber die Gnade gibt uns nicht auf. Sie trägt uns weiter und diese Gnade ist Jesus Christus. Ich möchte genau heute aus dem Lukas, Halleluja, da ist Feuer. Lukas 2, Vers 52. Lesen, es verbinden mit Lukas Kapitel 4, 18. Einmal Lukas 2, 52 und dann mit Lukas 4, 18 bis 22 verbinden. So, in Lukas Kapitel 2, 52 heißt es: Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. So, wir haben schon mal über diesen Text gesprochen gehabt, aber da lag der Schwerpunkt Weisheit. Ne? Die Weisheit, wie kann ich weise durch die Zeit gehen. Aber heute geht es um die Gnade. Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und bei Menschen. Und das ist auch interessant zu sehen. Auf der einen Seite wissen wir, dass Jesus die Gnade personifiziert, dass er die Gnade schlechthin ist. Aber auch im Leben von Jesus ist es interessant zu sehen, dass etwas zugenommen hat. Er nahm zu an Weisheit, ja. Er nahm zu an Alter, aber er nahm auch zu an Gnade. Und diesen Aspekt habe ich interessant gefunden.
Jesus nahm zu an Gnade. Das bedeutet eigentlich, wenn wir uns hier so den Kontext anschauen, wissen wir, dass Jesus im Tempel gewesen war und gesucht worden ist von seinen Eltern, wo Jesus ist, und er war da unter den Schriftgelehrten und er tauschte aus, und die Bibel sagt, die Leute erstaunten über das, was er sagte, über das, was er sprach. So, aber es gab etwas, was in seinem Leben zugenommen hatte, und das war in anderen Worten die Gunst Gottes. Die Gunst Gottes nimmt in bestimmten Saisons oder in bestimmten Zeiten zu, damit du fähig bist, einen neuen Einfluss zu haben. Damit du fähig bist, etwas Neues zu erreichen, was du vorher nicht erreicht hattest. Eigentlich zu dieser Zeit, wenn wir das Leben von Jesus uns anschauen, hatte er wie so ein Hintergrundleben. Das war in dem Sinn kein öffentliches Leben. Es war ein Leben, was verborgen war, was versteckt war, was nur einige Leute irgendwo im Tempel erkannten. Sie wussten, dass er in dem Sinn der Sohn eines Zimmermanns ist, dass er in dem Sinn ein normales Kind ist, das am Wachsen ist. Aber es gab etwas, was sie nicht kannten. Es war die Gnade, es war die Gunst. Die Gunst, die hier zugenommen hatte, war wie so eine Transitionsphase, wie so eine Übergangszeit in eine neue Zeit. Und in dieser Übergangszeit, in der neuen Zeit, die für ihn ankam, sollte Jesus in dem Sinn anfangen, öffentlich zu wirken. Du kannst öffentlich wirken, aber wenn die Gunst dich nicht begleitet, wirst du sehen, dass du keinen wirklichen Einfluss hast. Die Gunst Gottes begleitet Menschen in eine bestimmte Zeit hinein und sie führt Dinge, die vorher nicht möglich waren. Sie verändert Dinge, die normal waren, in eine ungewöhnliche Zeit. Und deswegen benötigen wir diese Gnade, deswegen benötigen wir diese Gunst. Und hier heißt es, Jesus hatte Gunst vor Gott, aber auch bei den Menschen. Und eines der Prinzipien, die auch wichtig zu verstehen ist, im Sinne oder im Verständnis der Gnade oder der Gunst, wir suchen nicht die Gunst in erster Linie bei Menschen, sondern wir suchen die Gunst bei Gott. Haben wir die Gunst bei Gott, haben wir die Gunst bei den Menschen. Wenn wir in dem Sinn leben und menschengefällig leben, wisst ihr, man kann auch in dem Sinn praktisch durch verschiedene Haltungen, Sprachen, Methoden, kann man alles Menschen so machen, wie sie es haben möchten. Aber das ist nicht das, was Veränderung bringt. Wenn du das bringst, was die Menschen schon bringen oder was die Menschen schon kennen, hat es keinen Einfluss und hat es keine Veränderung. Die Menschen in dieser Zeit brauchen etwas anderes. Die Menschen in dieser Zeit brauchen Gottes Gegenwart, brauchen Gottes Herrlichkeit, brauchen Gottes Kraft. Und hier sehen wir, er hatte Gunst bei den Menschen, aber auch Gunst bei Gott. Deswegen ist es unheimlich wichtig zu wissen, wie du mit Gott wandelst. Du kannst nicht die Gottes Gunst in deinem Leben erlangen und du bist außerhalb dieser Gnade oder du wandelst außerhalb von seinen Prinzipien. Aus diesem Grund möchte Gott dich wieder zu ihm führen, wenn du nicht bei ihm warst oder wenn du merkst, dass du dich auf falschen Wege entwickelt hast, auf falsche Wege gegangen sind, gedanklich, durch Handlungen. Die Gnade Gottes führt uns wieder zurück zum Herzen Gottes. Und wenn wir wieder am Herzen Gottes sind, haben wir Wohlgefälligkeit vor Gott. Und so haben wir auch Wohlgefälligkeit auch vor den Menschen. Manchmal haben wir uns zu sehr darin investiert und die Kraft darin investiert, Menschen wohlzugefallen. Du hast alles dafür getan, um ganz politisch korrekt immer zu sein. Aber ich möchte dir sagen, das ist gut für eine gewisse Zeit. Aber nach einer gewissen Zeit wirst du merken, dass alles gegen dich wieder läuft. Zu wissen, dass ich mit Gott wandle, zu wissen, dass ich die Gottes Gunst in meinem Leben habe, so weiß ich, dass diese Gunst frei ist zu arbeiten,
um andere Menschen zu erreichen. Und ich habe gesagt, das ist eine Übergangszeit. Selbst Paulus war es wichtig. Er sagte in dem Sinn, auch im Buch von Galater, wehe mir, wenn ich was Menschen wohlgefällig bin. So, das sagt er zu sich. So wäre ich Diener Christi nicht. In anderen Worten, du kannst nicht das sein, was Gott möchte, wenn du total gefangen bist in Menschengefälligkeit. Menschengefälligkeit ist eines der schwersten Dinge, die wir aus uns herausziehen müssen oder die Gott in uns wegnehmen möchte, weil sie uns eigentlich immer so anpassend in ein System oder anpassend vor gewissen Personen. Wir wollen anerkannt werden, wir wollen Gemeinschaft werden. Aber ich möchte dir sagen, Gott hat dir eine wahre Gemeinschaft gegeben und das ist die Gemeinde. Amen. So, alles andere, was über dies hinauskommt, benötigt Gottes Gunst, um dort zu erreichen, um dort Menschen zu erreichen. Wir sehen jetzt in Lukas Kapitel 4, Vers 18, dass etwas passiert. Bis 22. Die Gunst ist eine Übergangszeit in eine neue Zeit. Hier empfängt Jesus Gunst. Er nahm zu an Gunst. Und jetzt passiert Lukas 4, 18, wo es heißt, in dem Sinne, der Geist des Herrn ist auf mich, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu heilen, die froh, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. Und jetzt, was eigentlich wichtig ist, Vers 20, und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben Zeugnis. Alle gaben Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn von Josef? Sage mit mir, ist dieser nicht der Sohn von Josef? So, sie hatten in ihrer Vorstellung oder in ihren Gedanken eine gewisse Prägung von Jesus, eine gewisse Gewohnheit von Jesus. Und sie wussten, Jesus ist der Sohn von Josef. Aber in Lukas Kapitel 2 passierte etwas. Jesus nahm zu an Gunst. Und jetzt in Lukas Kapitel 4 ist es das gleiche Volk, was Jesus sieht. Und die Bibel sagt, als er die Jesaja-Rolle als die Jesaja-Rolle 61 aufgeschlagen war und er sie gelesen hat und sagte, heute ist es erfüllt, sagt die Bibel, sie wunderten und sagten sich über die Worte der Gnade, ist dieser nicht Josefs Sohn? Und hier kommt wieder die Gnade. Das bedeutet in anderen Worten, die Gnade hat Jesus von Lukas 2 in Lukas 4 kam er in eine andere Zeit und die Menschen erkannten selbst, dass hier eine Gnade am Wirken ist. Jesus kam nicht und sagte, hier, es ist die Gnade, die am Wirken ist, sondern die Menschen sahen Jesus und sie erkannten die Gnade und sahen irgendwo eine Assoziation von Gnade, von Gunst Gottes, die unter ihnen ist, aber gleichzeitig die Prägung, ist dieser nicht Josefs Sohn? In anderen Worten, passte diese Kombination nicht. Das, was er heute macht und tut, mit der Prägung oder mit dem Image, welches sie über Jesus hatten. Und ich möchte dir heute etwas sagen. Die Gnade verändert das Image von Leuten, die eine limitierte Vision über dich hatten. Es gibt Menschen, die eine Prägung über dich haben und sagen, dieser ist doch diese Person.
Diese Person ist die Person, über die wir lange gesprochen haben. Ich kenne doch seine Kindheit. Ich kenne doch seine Vergangenheit. Ich kenne doch das Jahr von 2022. Aber ich möchte dir sagen, er kennt nicht das Jahr von 2023. Er kennt nicht das Jahr von 2024. Er kennt nicht die verborgenen Dinge, die Gott in dir gelegt habe. Selbst wenn du in dieser Zeit der Demut oder der Demütigung gegangen bist, Jesus Christus war nicht nur der Sohn von Josef, sondern er war derjenige, in dem die Gnade Gottes sichtbar war. Und das ist das, was sie neu entdecken werden. Und ich spreche das auch jetzt prophetisch auch über dein Leben, dass die Menschen anfangen werden, die Gnade Gottes in dir zu erleben, ohne dass du es forcieren wirst, ohne dass du es erzwingen wirst. Die Gnade macht eine Vorarbeit. Sie macht eine Vorarbeit. Sie bereitet Menschen vor, ohne dass du etwas tust. Sie bereitet ein Terrain vor, ohne dass du es tust. Sie bereitet Orte für dich vor, ohne dass du es tust. Sie bereitet Gebiete für dich vor. Sie bereitet Städte für dich vor. Sie bereitet sogar Nationen für dich vor. Sie bereitet sogar die ganze Welt für dich vor. Die Gnade Gottes ist der beste Vorbereitungsweg Gottes auf Erde. Weil wir letztlich abhängig sind von dieser Gnade. Es wird einen neuen Grund geben, Gott zu loben. Es wird einen neuen Grund geben, Gott zu erheben. Es gibt gewisse Bereiche, die Gnade nicht im Jahre 2022 verändert hat. Aber es gibt bestimmte Bereiche, die Gnade für 2023 vorbereitet hat. Das ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes. Wir sind abhängig von dieser Gnade. Deswegen müssen wir eins mit dieser Gnade sein. Und die ist Christus. Er ist derjenige, der alles vorbereitet. Wisst ihr, deswegen sagte David, er deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott deckt dir einen Tisch vor. Gott hat einen Tisch vorbereitet mit allem, was du zu dieser Zeit brauchst. Es ist das, was die Gnade tut. Die Gnade bereitet Dinge vor. Ich möchte über den letzten Aspekt dieser Gnade sprechen. Und das ist Apostelgeschichte 4. 33. Da heißt es, und mit großer Kraft legten sie die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Die Gnade ist etwas, was unheimlich wichtig ist. Wisst ihr, wenn wir zu Lukas 4, 18 zurückkommen, sagt die Bibel, der Geist Gottes ist über mich, weil er mich gesalbt hat. So, und ich möchte dir sagen, die Salbung ist schon über dich. Die Salbung ist die Befähigung Gottes, um in dieser Gnade zu wirken. Ohne den Geist Gottes kannst du das nicht tun. Und der Geist Gottes ist über dich, um zu wirken. Hier sehen wir in Lukas, in Apostelgeschichte Kapitel 4, 33 heißt es, und die Apostel gaben großes Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus Christus und die große Gnade war auf ihn allen. Und was mir hier in diesem Kontext besonders aufgefallen ist, ist nicht unbedingt die Kraft. Hier wird sie assoziiert mit der Kraft. Aber die Bibel lässt verstehen, in Vers 32 bis 36, die Menge aber war von Gläubigen, sie waren ein Herz und sie waren eine Seele. Die Bibel sagt hier, ihre Güter haben sie gegeben. Die Bibel sagt, sie brachten den Erlös des Verkaufs. Es gab keinen Mangel unter ihnen. Und in der Mitte von diesem Kontext heißt es, die Gnade Gottes war unter ihnen. Und es ist auch interessant zu sehen, dass die Gnade nicht nur Auswirkungen hat
auf Menschen, die du draußen erreichst, sondern die Gnade Gottes hat auch Auswirkungen auf die Gemeinde. Und das ist das, was hier Lukas uns zeigen möchte. Weil die Gnade Gottes unter ihnen waren, waren sie eine Familie. Sie waren ein Herz und sie waren eine Seele. Jeder, der dort war, kam an. Jeder, der dort war, fühlte sich zugehörig. Und das ist das, was die Gnade Gottes bewirkt. Die Gnade Gottes ist nicht nur die Gnade, die in Kraft wirkt, aber es ist die Gnade, die in Liebe wirkt. Die Gnade ist mit der Liebe assoziiert. Die Gnade ist mit der Nächstenliebe assoziiert. Und wenn die Gnade Gottes in unserer Gemeinde ist, hat es direkte Auswirkungen auf den Bruder, auf die Schwester, auf die Zusammengehörigkeit, auf die Hilfe für das Einander-Dasein, für das Einander-Beten, für die Hilfe, die wir geben. Und ich glaube, das ist ganz genau das, was Gott möchte. Wenn wir von der Gnade Gottes sprechen, dann ist es auch sichtbar in der Gemeinschaft. Dann ist es sichtbar in der Familie. Wir sprechen von der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes fängt im Haus Gottes an. Die Gnade Gottes fängt im Leben deines Bruders an. Fängt in der Einheit an. Dass wir zusammen in diesem Jahr vorangehen. Jeder hat individuell einen Auftrag, wie wir gehört haben. Jeder hat individuell eine Mission, die Gott ihm schenkt. Aber wir haben einen gemeinsamen Kampf. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Und das Ziel ist es, bereit zu sein, wenn Jesus Christus wieder zurückkommt. Und das Zeichen seiner Gemeinde ist die Liebe, ist die Einheit. Ist in dem Sinn, dass ich mir die Zeit nehme für meinen Bruder, für meine Schwester. Und ich kann es bezeugen, wenn wir heute die Räumlichkeit sehen, in diesem Zustand, dann ist es, weil die Gnade Gottes unter uns wirksam ist. Amen. Ich bin Zeuge davon. Ich habe gesehen, wir waren alle müde. Es war hier ein Tohuwabohu, wie man das nennt. Ne? Es war ein Chaos. Deswegen, wenn man Licht angemacht hat, dann hast du gesehen, was die Bibel meint. Es war finster. Und Gott sprach Licht. Und da musste Licht hineinkommen. Der ganze Boden, Konfetti und was auch immer da war. Was für eine Idee. Ich habe gesagt, einmal und nicht irgendwie. So, die größere Herausforderung war eigentlich vielmehr, wie schaffen wir es, einen Gottesdienst heute zu haben, dass sich die Menschen ein bisschen wohlfühlen. Und ich denke, sie waren irgendwo im Karneval oder wo immer. So, und wir haben gesehen, dass jeder angepackt hat. Es hat schon angefangen zu sehen, andere haben getanzt. Aber gleichzeitig waren Leute schon da und haben angefangen, schon hinten sauber zu machen. Ich weiß nicht, wie oft sie hinten gesaugt haben. Ich weiß nicht, ob es fünfmal war. Einmal wurde es sauber. Dann merkt man, auf einmal ist der gleiche Dreck wieder da. So, und man hat weiter zusammen gekämpft. Und glaubt mir, ich habe mir nicht gedacht, dass wir in so einer Schnelligkeit so erschaffen, die Räumlichkeit wieder in einen guten Zustand zu bringen. Wir haben es alleine geschafft, weil jeder es zu Herzen genommen hat. Weil jeder gesagt hat, egal wo, ich bin müde, ob ich sitze oder ob ich viel getanzt habe, wenig getanzt habe, was auch immer passiert ist, der eine hat hier gearbeitet, der andere hat hinten gearbeitet, die anderen waren in der Küche und das gesamte Team, jeder hat gearbeitet. Und wir haben gesehen, weil jeder gearbeitet hat, haben wir es zu diesem Resultat geschafft. Das ist nur ein kleines Beispiel auf das, was wir dieses Jahr schaffen können, wenn wir Hand in Hand zusammenarbeiten, wenn wir Hand in Hand zusammenkämpfen, wenn wir uns einander unterstützen, werden wir Dinge in einer Schnelligkeit schaffen, für die wir eigentlich 2-3 Jahre bräuchten. Das ist das, was die Gnade Gottes in unserem Leben tun kann. Wir laufen zusammen. Wir brauchen einander. Denn wenn wir einander brauchen, wenn wir einander die Gnade wirken lassen, dann können wir jeden Zustand dieser Welt verändern.
Und das ist das, was die Gnade Gottes bewirkt. Lass uns Gemeinde auf diese Gnade wirksam sein. Du bist Teil dieser Familie. Du bist Teil dieser Gemeinde. Und wir wollen zusammen, Hand in Hand, die Situationen meistern, die wir in diesem Jahr haben. Ich habe gestern gesagt, um zum Schluss zu kommen, wir werden auch Anfechtungen erdulden werden. Widrigkeiten, die wir erdulden werden. Aber wisst ihr, es gibt mancherlei Sachen, die einfacher zu erdulden ist, wenn wir sie zusammen erdulden. Es gibt mancherlei Sachen, die einfacher sind, wenn wir sie zusammen erdulden. Wenn wir zusammen durch die Zeit gehen. Wir haben eben gehört, dass die Zeiten nicht einfach gewesen waren im Jahre 2022 in bestimmten Bereichen. Aber warum konnten wir hier stehen und tanzen? Obwohl meine Mutter gegangen ist. Die Mutter von meiner Frau ist auch gegangen. Wir konnten hier sein und tanzen. Wir konnten hier sein und Gott loben. So, und ich will nicht nur sagen, dass wir, wenn wir die Situation, die Probleme, die Schmerzen eines jeden Einzelnen hier vorbringen, was jeder durchquert hat, was jeder erlebt hat, würden wir heute nicht hier versammelt sein. Aber warum konnten wir, obwohl wir viele Kämpfe, ich höre, in der Familie ist das passiert. Vielleicht ist es Krankheit, vielleicht Schmerz, vielleicht dies. Jeder hatte seine Last. Jeder. Es gibt keiner, der keine Last hat. Aber der Grund, warum wir hier stehen konnten, ist, weil wir Geschwister haben, die einander ermutigen. Weil ich mich getragen fühle, weil wir uns getragen gefühlt haben. Wir haben uns darin gefühlt, dass wir nicht alleine sind. Und das ist das, was passiert, wenn wir wahrhaftig die Gnade Gottes wirken lassen. Letztes Jahr ist der eine oder die andere mehr vielleicht angefochten. Vielleicht in diesem Jahr, wir sprechen von der Gunst, die Gunst wird wirken. Aber Herausforderung an diesen Dingen wird es nicht fehlen. Und wie kannst du vorangehen und das Ziel erreichen? Es ist nicht nur, weil du eingeschlossen bist auf dem Berg, wie Moses. Es ist nicht nur, weil du 24 Stunden betest. Keiner ist ein Roboter. Selbst Jesus in einem bestimmten Augenblick sagte, Petrus, Johannes, Jakobus, seid ihr immer noch am Schlafen? Selbst Jesus brauchte den Beistand von seinen naheliegenden Leuten. Denn Jesus, wisst ihr, es ist interessant, die Bibel sagt, durch den Heiligen Geist, sagt Hebräer, ist Jesus ans Kreuz gegangen. Aber Matthäus sagt uns, Jesus brauchte nicht nur den Heiligen Geist, sondern er brauchte Petrus, er brauchte Jakobus und er brauchte Johannes. Eine Stunde könnt ihr nicht mal wachen mit mir. Und sie waren am Schlafen. Er brauchte sie. Genauso wie jeder Einzelne, jeden Einzelnen. Und das ist die Gnade Gottes, von dem die Bibel in Apostelgeschichte spricht. Sie waren ein Herz und eine Seele. Wenn wir ein Herz und eine Seele sind, wird uns nichts aufhalten können. Nichts. 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 Wird nicht in diesem Jahr aufhalten können. Und bitte, schmeiße jede Lüge weg, die der Feind sät in dir. Ah, ich bin alleine. Ich werde nicht gesehen. Oh, mein Leben ist so. Es ist die größte Lüge, die der Feind in dir lebt. Du bist nicht alleine. Wir sind zusammen. Wir sind zusammen. Wisst ihr, es gibt mindestens eine Person, die ein Ohr hat, hier an diesem Ohr, um dir zuzuhören, um dich zu ermutigen. Selbst wenn ich es nicht in diesem Moment bin, weil ich gerade hier oder da nicht kann. Aber wir sind eine Familie, ein Bruder, eine Schwester ist da und kann für dich beten
kann dich unterstützen. Du bist nicht alleine. Bitte werfe diese Lüge weg im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Wenn wir Jesus einen Applaus geben können. Lass uns beten mit diesen Worten über die Gnade Gottes. Sie ist so tief. Und lass uns das aussprechen. Über dein Haus. Über diese Gemeinde. Wir bilden eine Familie durch die Gnade Gottes. Halleluja. Das Blut Jesus hat uns erkauft. Halleluja. Alle Nationen, wir bilden eine Familie. Es gibt Dinge, die ich hier erlebt habe, die ich auch nicht in meiner Familie erlebt habe, biologisch, weil ich eine geistliche Familie habe. Amen. Halleluja, du hast eine geistliche Familie. Halleluja, lass Gott dafür danken. Bete, lass uns für die Gemeinde beten, jetzt ganz spezifisch. Halleluja, in den Namen Jesus. Vater Gott, wir beten im Namen Jesus, Herr, dass diese Worte der Gnade, Herr, Worte sind.